Der Verkehrsclub Österreich hat das Mobilitätsverhalten der Salzburgerinnen und Salzburger unter die Lupe genommen. Wie sehen die neuesten Trends aus? Ich bin sehr glücklich darüber, dass unsere Bemühungen, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, langsam Früchte zeigen. Es wurden im vergangenen Jahr 40 Millionen Kilometer weniger gefahren als im Vorjahr von den Salzburgerinnen und Salzburgern mit dem PKW. 40 Millionen Kilometer. Das bedeutet eine Einsparung von 580.000 Tonnen CO2. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir einen stabilen Trend der Mehrbeanspruchung des öffentlichen Verkehrs. Im Salzburger Verkehrsverbund wurden vergangenes Jahr 67 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind um 8 Millionen mehr als noch vor 10 Jahren, und das ist eine stabile Entwicklung. Wir glauben also, dass hier eine Trendwende erreicht wird und dass, obwohl es 20.000 Pkw mehr gibt und obwohl mittlerweile jeder zweite Salzburger vom Kleinkind bis zum Kreis einen Pkw hat, es sind insgesamt 254.000, die insgesamt gefahrenen Autokilometer weniger werden und der öffentliche Verkehr mehr beansprucht wird. Der Regionalverband Denningau hat heuer bereits zum zweiten Mal den VCÖ-Mobilitätspreis erhalten. Welches Projekt wurde dieses Mal ausgezeichnet? Das Projekt, für das wir heute ausgezeichnet wurden, besteht eigentlich aus drei Teilen. Einerseits wurden alle Bushaltestellen im Tenningau mit Solartechnologie ausgestattet, das heißt, diese Haltestellen sind jetzt beleuchtet. Als zweites haben wir solarbetriebene Infodisplays an den Haltestellen angebracht, wo der Fahrgast sofort sieht, wann fährt der nächste Bus und ob dieser verspätet ist. Und wir haben auch Fahrplanabfragen installiert, die per Telefon anwählbar sind, per Internet oder auch mit NFC-Technologie.